Willkommen zu unserer F122 My Team Audi Karriere hier aus Monza in unserer Kombi-Season. Wir sind in Monza und später dann auch in Singapur. Werdet ihr unten links sehen. Ich freue mich extrem, denn die Strecke hier bietet einiges an Action. Und auch heute im Rennen male ich mir eine gute Hoffnung und eine gute Chance, aus Fettpunkte mitzunehmen. Ich muss natürlich auch ein bisschen darauf hoffen, dass die Konkurrenz schwächelt. 5,7 Kilometer, 11 Kurven und 2 DS und machen das Ganze hier wirklich zu einer Highspeed-Strecke, wie es im Bilderbuch steht. Sehr, sehr flach. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Falls ihr nicht mehr an Videos verpassen wollt, lasst doch gerne ein Däumchen runter, falls es euch gefallen hat. Und schaut doch gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram und auch gerne auf itz-tobi auf TikTok. Machen wir die 13k bitte dort voll und schaut links wie immer alle in der Bio. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Norris, Hamilton, George Russell und Perez, Theo Pourchaire, Ocon, Gasly und Fernando Alonso. Hülkenberg, Sainz. Wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Mick Schumacher und Tsunoda, Albon, Vettel, Guan Yu Zhou und Lance Stroll. Magnussen, Latifi, Oscar Piastri und der Professor. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Was soll ich sagen? P22, wir müssen heute von ganz hinten ins Rennen gehen, um ja nochmal einmal Teile reinbeißen. Und wir kommen hier eher semi weg. Ich bin jetzt auch auf die gleiche Strategie wie die anderen gegangen, denn ich dachte mir, es ist ein totaler Blödsinn, auf den Gelben zu starten. Gerade auf einer Strecke, wo wir eh langsamer sind wie die anderen. Jetzt gehen wir hier mal in die erste Kurve rein und wir können uns hier gut vorarbeiten. Wie immer gelb hier, denn es staut sich in Turn 1, 2. Ich bekomme die Verwarnung mit Lance. Ja, kann gut sein. Gab es sicher eine Berührung, ob das jetzt eine Kollision war. Das lassen wir mal außen vor. Wir gehen hier also in Kurve 2, 3 raus. 4, 5. Da gehen wir jetzt wieder an Lance Stroll vorbei. Lassen ihn aber auch ein bisschen Platz zum Atmen. Aber natürlich, es ist eine enge Strecke. Gerade auch die italienischen Strecken sind alle sehr eng. Wenn ich da auch denke an Mugello, unfassbar eng, aber auch sauschnell. Misano ist nicht in Italien, ich weiß, aber auch Imola ist auch nicht in Italien. Aber trotzdem, von der Art her, alles sehr eng und sehr schnell. Jetzt sind wir hier an Albon dran, der auf einen fantastischen 16. Platz herumcruist. Also der ist wirklich sehr, sehr toll. Im Windschatten können wir immerhin da dranbleiben. Es ist unser 17. Platz jetzt. 5 Plätze aufgeholt. War eine ordentliche erste Runde, würde ich sagen. Wir müssen natürlich weiter nach vorn. Denn Leclerc führt wie immer das Rennen hier an. Vor dem zweiten Ferrari. Es ist, als ob die auf Schienen fahren würden. Wir kommen denen nicht hinterher. Und sie sind einfach zu schnell. Ja, gehen wir neben Albon vorbei, denn unser Teamkollege ist hier richtig am Fighten. Da hält Albon richtig drauf. Da macht er fast den Verstappen. Wie 2021. Ja, hier gucken wir uns mal diese Start an. Okay, Sainz hat komplett verkackt. Der ist weit hinten. Ich habe mich da verguckt. Das ist ein Red Bull, der da vorne mitfährt. Das ist gut für uns. Das ist sehr gut. Denn die sind sowieso in der Weltmeisterschaft jetzt nicht weit von uns entfernt. Also die Red Bulls sowieso, die sind weiter von uns entfernt. Da gab es die Berührung mit Lance Stroll. Aber ich glaube, der hatte auch eine Berührung mit Albon, mit einem Alpha und. Also da gab es einige Berührungen. Das ist jetzt keine Kollision, würde ich sagen. Es ist halt eng. Das ist die Strecke, das ist die Charakteristik. Ich bin dennoch ein großer Fan der Strecke. Und hier dann wieder an Albon vorbei. Da musste da auch nachgeben, denn wir hatten den besseren, ja, doch den kürzeren Weg. Und schöne Zeitlupenstudie hier. Ich mag das Auto. Sieht echt toll aus. So, jetzt vor uns Vettel, der mit Hülkenberg fightet. Das deutsch-deutsche Duell. Ja, und da können wir auch nichts machen. Die zwei sind da gerade im Fight. Und schenken der Konkurrenz, um ehrlich zu sein, ja, Space. Da müssen wir jetzt rein. Nico, bitte guck doch in den Rückspiegel. Mann, Nico, es geht um die WM.
Ja, jetzt gehen wir da an ihn vorbei, aber das ist wirklich zäh. Ist ja klar, wir sind die gleichen Autos. Ich muss mir da den Windschatten von Sepp gönnen, sonst wäre ich dann nicht vorbeigekommen. Jetzt dann Vettel dran, hier raustragen lassen, war sehr weit. Und im Windschatten hier ein bisschen sorgen wir uns da an Sepp dran. Aber der ist schon verdammt schnell. Aber die Aston Martins, wie gesagt, die sind gerade heuer. Ich freue mich schon zur Formel 1 23. Später wird dann auch noch unsere Roadster 1 23 rauskommen, also veröffentlicht werden. Wir sehen dieses Mal in Formel 1 17 ein absolutes Macher-Game. Da können wir wirklich drüber streiten. Es ist ein tolles Spiel. Und hier kommt fast Albon zurück, denn der ist jetzt von Albon und Yuki. Okay, jetzt ist Hülkenberg wieder zurück. Der ist von Albon und Yuki auf der Geraden überholt worden. Das zeigt schon mal unseren Top-Speed-Wert hier. Und auch, dass wir an Vettel nicht vorbeikommen, finde ich eher traurig wie überraschend. Denn jetzt könnte es was werden. Er fährt da schon ein bisschen auf Angriffslinie. Jetzt gehen wir außen in der Parabolika an Sepp vorbei. Das aber auch nur, weil er ja sozusagen abgedeckt hat. Sonst, ja, aber ich glaube, der holt uns wieder. Der holt uns locker wieder auf der Geraden ein. Sebastian Vettel, der Banger kann es immer noch. Was soll ich sagen? Aber da fehlt auch ihm die Pace zum Schluss. Es ist zwar das DRS, was ihm da hilft. Und mir fehlt auch unnormal viele Fights in Richtung Turn 1. 2er, 3er, 4er Fights. Fallen mir echt viele auf. Da geht's ordentlich zur Sache. Das fällt sehr eng beieinander. Wir gehen in die Box rein, um ja natürlich mal zu gucken, wo wir rauskommen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir da ja weit nach vorne gespült werden, denn unsere Pace hier ist wirklich sehr, sehr schwach. Leclerc ist schon weit über alle Berge. Wir werden mit Sainz ein bisschen fighten, denn der ist jetzt knapp vor uns rausgekommen. Also Carlos Sainz, den könnten wir uns noch schnappen. Es sind doch noch 7 Runden zu gehen. Schauen wir mal, wo das hinführt wird. Und hier mitten in den Replays drin, das war noch vor dem Boxenstopp der erste Stint. Runde 4 dann hier gegen, ich glaube, das ist Sepp, genau, das ist Sebastian Vettel. Wir uns weit raustragen lassen. Obwohl, nein, es war sogar in den Track Limits noch drin, an dem Windschatten. Dann wusste auch Sepp, der muss jetzt hier abdecken. Und hatte dann auch gut gemeistert. Dann kam so ein bisschen der Konter von ihm. Hatte richtig Spaß gemacht, hier gegen den vierfachen Weltmeister zu kämpfen, auch wenn er natürlich ja, im unterlegenen Material, wie wir beide eigentlich hier unterwegs waren. Runde 9, dann hier an, das ist Yuki, glaube ich, oder? An Yuki, tschuk, der deckt da schön ab und da können wir schön reingehen. Und da fehlt ein Eckchen, ich glaube, das war der Fight mit Nico. Also da bin ich, glaube ich, einmal hinten drauf geditscht und da ist das Stückchen direkt rausgebrochen. Ja, da kam auch direkt dieser Schlenkerer, aber da konnte er nicht richtig kontern. Und wir sind mittlerweile in der letzten Runde. Es ist ein ernüchterndes Ergebnis. Der 9. Platz. Wir bleiben hier weit den Erwartungen zurück. Leclerc holt in der letzten Runde die schnellste Rennrunde.
die dann einfach mal 6 Zehntel schneller ist wie meine. Was soll ich sagen, es ist einfach mühsam. Dieses Auto heute in dieser Leistung war so schwach wie schon lange nicht mehr. Wir konnten zwar ein paar Wins jetzt hintereinander feiern, aber das heutige Rennen war eine Ernüchterung, eine Enttäuschung und alles miteinander. Ich weiß, ich bin vom letzten Platz gestartet, aber trotzdem, da hätte mehr drin sein müssen. Das ist traurig, das ist schade und das ist teuer. Das könnte uns noch teuer zu spüren kommen, diese, ja, Blamage heute. Das ist natürlich schön für Charles Leclerc, der gewinnt hier wieder und nimmt wieder so viele Punkte mit. Allein mit der schnellsten Rennrunde holt er fast mehr Punkte wie ich im kompletten Rennen. Charles Leclerc, der Weltmeisterführende, quasi, der ist richtig gut unterwegs. Der ist sehr gut unterwegs und das könnte sehr schwierig. Das könnte heute, glaube ich, schon einer der Knickpunkte der Weltmeisterschaft sein. Ähnlich wie Vettel, der in Hockenheim damals gecrashed ist oder auch Hamilton mit dem Motorschaden 2016. Das sehe ich auch schon aus ähnlichen Vorboten hier. Mal gucken. Man soll natürlich die Spreu nicht ins Weizen hauen. Ich meine, wir müssen einfach hier Gas geben. Ich darf die Motivation nicht verlieren. Wir dürfen auch nicht aufgeben. Auch wenn er hier wirklich mit einem komfortablen Vorsprung gewonnen hat. Das war wirklich sehr, sehr viel Platz und sehr, sehr viel Zeit, die er da vorne war. Also guckt euch mal allein den Abstand an. Zu Max 5,5 Sekunden und wir sind jetzt 41 Punkte in der Weltmeisterschaft hinter Charles Leclerc. Ich hoffe natürlich, dass die auch irgendwann Teile austauschen und dass das dann nicht so gut für ihn läuft. Sonst, ich muss jetzt echt schon langsam essen. Wir sind schon in so einer Situation. Oh mein Gott. Nico Hülkenberg. Letzter Platz. Das ist natürlich gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jetzt gehen wir ins zweite Rennen. Eine komplett andere Kulisse. Hier in, ja, Singapur. Wir mussten Sanford auslassen, weil es auch noch die Premiere von Portugal geben wird in unserer Karriere hier. Wir sind also in Marine Bay. In, ja, dem Stadtzirkus, wo wir in der ersten Season einen regelrechten Horror erlitten haben. Hier noch einmal 5,0 Kilometer, 23 Kurven, auch 3DS-Zonen und ich freue mich auch schon auf das umgebaute Layout im Game. Ich hoffe, das wird auch in Formel 1 23 umgebaut sein, wo ja der komplette Sektor eine Gerade sein wird. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Hamilton, Sergio Perez, der Professor, Norris, Verstappen, Fernando Alonso und Kevin Magnussen, Ocon, Theo Pourchaire, Mick Schumacher und Albon, Hülkenberg, Vettel, Pierre Gasly und Oscar Piastri. Tsunoda, Latifi, Joe und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Das war die Startaufstellung. Wir starten hier vom 6. Platz, von einem guten 6. Platz. Leclerc nur vom 3. Platz. Los geht's. Wir gehen hier in unser zweites Rennen in diesem heutigen Video in der Kombi-Season. Und kommen okay weg. Perez auch sehr gut weggekommen. Wir können den aber kontern. Jetzt hier Lewis mit Leclerc im Fight. Da müssen wir ein bisschen nachgeben. Und ich glaube, das ist auch das bessere Ende für Leclerc. Der kommt da vorbei. Und ja, all in all wäre das natürlich heute ein tolles Ergebnis, wenn Leclerc nur auf den 5. Platz ins Ziel kommen würde. Aber ich muss natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne. Es ist eine Strecke, die unserem Auto liegen könnte. Denn es gibt kaum schnelle Geraden. Aber es ist halt auch von der Charakteristik her eine unfassbar harte und unfassbar anstrengendes Rennen. 15 Runden hier in diesem sehr, sehr schlimmen und mächtigen Stadtkurs. Das ist wirklich auch eine der härtesten Strecken im kompletten Kalender. Wir kleben hier an Lewis dran und ja, müssen uns hier noch ein bisschen gedulden. Der ist zwar schnell, der ist zwar schnell, aber ja, mal schauen. So, da la. Raus aus Turn. Keine Ahnung was.
Das wäre auch cool. Das wäre sehr cool. Und links die Kurven, in der man gerade fährt. Das wäre eine coole Idee in Formel 1 23. So ein bisschen so eine Spielerei, dass die Kurven so runtergecountet werden. So als Countdown-mäßig oder so als aufzählen halt. Turn 17, Turn 18, Turn 19, Turn 20 und so. Finde ich ziemlich cool. Das wäre schon sehr geil. In der Bottas-Crash-Kurve, wo Ricardo dann gesagt hat, so, he's just a rookie. Ja, das war sehr lustig. Ja, gucken wir uns mal die Start an. Hier George Russell von der Pole und ich glaube daneben ist Carlos Sainz, muss Sainz sein, denn Leclerc ist ja weiter hinten. Wir kommen hier nicht so gut vom Fleck, sind aber dann immerhin in der besseren Situation und können dann innen an Perez vorbeigehen. Leclerc ja auch wieder ein bisschen besser unterwegs, denn er ist dann direkt an Lewis vorbeigegangen und wir kleben immer noch hinter Hamilton. Das ist die dritte Runde, jetzt gehen wir in die vierte rein und es könnte jetzt endlich reichen, um an Hamilton. Und der verbremst sich hier. Der Druck war dann doch zu hoch für den siebenmaligen Weltmeister. Wir können ihn hier schlagen mit, ja, Pressure. Ich glaube jetzt nicht, dass der Druck zu hoch war, es war eher so, vielleicht der Bremsdruck. Aber ja, wir übernehmen hier den vierten Platz und sind nur 1,7 Sekunden hinter unseren WM-Rivalen, hinter dem WM-Führer, hinter Charles Leclerc. Jetzt heißt es natürlich, müssen wir hier Gas geben. Es geht in die Box, wir machen den Undercut, 3 Zehntel konnten wir auf Charles Leclerc aufholen und jetzt rein. Und wie spät hier man bremst, das ist krank. Ja, es irritiert ein bisschen, denn links steht vor der Kurve das 60 Meter Schild und ja, das gilt dann aber erst für nach die Kurve. Also ja, da bräuchte es fast Drivers Briefing, um uns das hier zu erklären. Es geht auf Gelb, wir dürfen keine Zeit verlieren. 2,3 Sekunden, was für eine tolle Standzeit. Und jetzt geht raus, ab in den zweiten Stint. 10 Runden werden zu fahren sein und ich glaube, das wird jetzt die wichtigste sein. Die Outlap, um dann eventuell an Charles Leclerc vorbeizugehen. Das muss jetzt wirken. Diese Runde muss arbeiten. Ich muss hier wirklich alles rausquetschen, denn sonst wird es schwierig. Wir sind im letzten Sektor. Es war noch keiner in der Box, aber jetzt sehe ich, da vorne tut sich was. Ein McLaren ist drin, ein Mercedes ist drin und auch ein Ferrari sind drin. Das sieht echt weit weg. Das sieht aus, als ob die den Overcut gemeistert hätten, hier mit einem leichten Pendel aus der letzten Kurve raus. Aber wir kommen, es wird so knapp, hier ist Charles Leclerc. Und wir sind tatsächlich vorbei an Charles Leclerc. Der Overcut hat funktioniert. Wie genial ist das denn? Eine Runde früher rein und dann ist man Gott sei Dank am WM-Rivalen vorbei. Am engsten. Wir sind doch der engste Verfolger. Das wird ihn natürlich jetzt ein bisschen wurmen. Aber mit dem Vorsprung, glaube ich, ist es eher so ein bisschen, ja, als ob, ja, es wird nicht zu schlimm werden. Schlimmer wird es werden, falls alles hier funktioniert. Teamkollegen in der Box, falls der Undercut noch mehr funktionieren sollte und Leclerc noch weiter zurückfällt. Denn da vorne kommen die, ja, Spitzenführenden raus und wir sind nicht so weit weg als gedacht. Ich hätte mir gewünscht, dass hier Latifi eventuell an Russell vorbeigeht. Das wäre natürlich gut. Nein, das macht Latifi nicht. Das macht GoTifi hier nicht. Und wir gehen hier an, ja, an George Russell vorbei. All in all wäre das jetzt der zweite Platz. GoTifi hat uns hier wirklich den zweiten Platz geschenkt. Latifi, du wirst echt, oh, da habe ich mich ein bisschen vertan. Du wirst echt schon langsam zum Schreck für die alle hier. Warum ist es denn hier jetzt auf einmal alles gelb? Wer scheidet denn hier aus? Ist es, nein, nein. Das, nein, oder? Nein, nein, es ist nicht Leclerc. Schade, es ist nicht Leclerc. Ich dachte schon. Das wäre so geil gewesen, der ausscheidet, der sehr heute ausgeschieden wäre. Der ist jetzt auch nur auf dem, oder der ist jetzt auf dem fünften Platz. All in all wäre das jetzt nicht so viel, was wir gut machen würden. Ich glaube, Sainz ist unholbar, denn ich glaube auch ohne den strategischen Masterplan wären wir nicht mal an Russell vorbeigegangen, nicht mal an Leclerc vorbeigegangen. Also ohne die Strategie wären wir vermutlich jetzt Sechster oder so. Aber Latifi hat uns hier eine Chance gegeben. Der lässt die WM-Chance aufleben nach dem verkorksten Nach dem verkorksten Monza-Rennen können wir heute noch einmal aufatmen. Noch einmal
Vielleicht verliert der Leclerc noch gegen Hamilton noch den Platz und wir wären heute wirklich im Traum. Komm Latifi, geh endlich in die Box. Denn jetzt kostest du langsam Zeit, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, was Latifi hier macht. Jetzt können wir aber sowieso vorbeigehen an ihn. Gucken wir uns das Masterpiece hier noch einmal an. Da ist dieser Nervenpendler von Hamilton. Da raucht der Reifen und wir sind vorbei. Cool. Und dann hier jetzt an Latifi. Ja, das habe ich schon in die Replay mit reingenommen. Das ist okay. Der vertut sich auch hier und verbremst sich und fährt in uns rein. Mann, Latifi, was machst du denn? Das ist gar nicht gut, was der da hier macht. Und das kostet so viel Zeit. Guck dich das mal an, wie eng die alle zusammen sind. Leclerc ist dennoch Dritter und ist nur 4 Zehntel hinter uns. Unser Rennen ist zwar vorbei, aber es ist doch Ernüchterung. Wir nehmen die 18 Punkte mit und Leclerc dann die 15. Es sind 3 Punkte, die wir immerhin von diesen unnormal mächtigen Punkteberg abknabbern. Und ja, mal gucken, wo das Ganze noch hinführen wird. Es ist doch alles offen, denn Leclerc hat heute Schwäche gezeigt, generell. Er hat Schwäche das komplette Wochenende gezeigt, auch im Qualifying. Nur 3. Platz, das ist auch vermutlich eine Strecke, die jetzt vielleicht dem Ferrari nicht so gelungen ist oder gelegen ist. Trotzdem ist es gut für uns, denn es kommt nochmal so eine Strecke. Die ist zwar nicht mehr ganz so stadtmäßig, aber Mexiko ist auch eine Strecke, wo man sagen kann, huch, das könnte schön werden. Mal schauen. Ich freue mich ja dennoch. Wir stehen wieder einmal auf dem Podium. Nach dem verkorksten Rennen in Monza nehmen wir hier die 3 Punkte gegen Leclerc mit und sowieso die 18 Punkte für die Konstrukteurs-WM. Das ist so wichtig. Die Mercedes werden auch richtig jetzt an uns vorbeiziehen, denn es sind auch beide hinter mir ins Ziel gekommen. Mal schauen, vielleicht Hülkenberg oder so. Vielleicht ist ja doch Hülkenberg auch ein bisschen in die Punkte gefahren. Jetzt mal das Podium. Das wunderbare Podium hier mit uns drauf und natürlich wieder mit Carlos Sainz. Auch in der Weltmeisterschaft, wie sollte das eng werden mit Sainz? Er hat 2x Ferrari und ich glaube, wenn die so weitermachen, fahren die noch vor Mexiko, vor USA. So nächstes Rennen vielleicht sogar schon in Japan den Konstrukteurstitel. Man dürfen nicht vergessen, es sind 48 Punkte, oder warte mal, 15, 18, 25 und 18 sind 47, 48 Punkte sind pro Wochenende zu holen. Einmal noch 8 mehr natürlich für den Sprint und 7. Das ist verdammt, das sind viele Punkte noch zu holen. Vielleicht im Sprint in Brasilien, dass wir da noch einmal aufdrehen können, aber man weiß natürlich nie. Sainz ist jetzt vor uns in der WM. 38 Punkte sind das Ganze jetzt. Wow, immer noch so ein Riesenhaufen. Wir gewinnen immerhin die Rivalität hier, also gewinnen richtig an Boden. Es sind, ja trotzdem, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja, werden wir dann morgen und übermorgen gucken. Wie gesagt, das Finale sollte dann am Wochenende steigen. In Abu Dhabi, wir werden 50% dort sein und hoffentlich dann auch um den Weltmeistertitel fighten können. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen Rennen machen. Also Samstag oder Sonntag wird dann das 50% Rennen kommen. Das große Finale von F1 22. Sponsoring sind wieder 2 abgelaufen. Ja, aber das ist jetzt mal, nehmen wir, boah, das schaut schon sehr gut aus. 400.000 Payout, das musst du halt auch mal schaffen. Ich meine, ich bin alleiniger Fahrer und 20 Konstrukteurspunkte an einem Wochenende, sprich, ich muss jedes Mal das Rennen gewinnen. Und das ist, glaube ich, unscharf bei meiner aktuellen Situation. 3 Führungsrunden verteidigen. Schaut mal gerne auf TikTok vorbei, auf EZ-Tobi. Macht gerne die 13k voll, IT-Gaming. Und später kommt dann auch noch unsere Road to F1 23. Links mal alle unten in der Bio. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao. Abonniert gern kostenlos und bis morgen. Ciao.